Schönheit der Natur in Costa Rica ist immer wieder irreal und überwältigend. Strände wie dieser hier sind eher die Regel als die Ausnahme. Wir befinden uns inzwischen auf der anderen Seite der Halbinsel Osa, und zwar am Golfo Dulce, dem beinahe Binnenmeer. Moment mal, wir haben doch noch gar nicht fertig erzählt. Wir sind noch in Drake, ja? Golfo Dulce kommt nachher. Da sind nämlich zum Beispiel die Kapuzineraffen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. In unserem Hotel werden den Tieren im Garten extra Bananen angeboten, um sie von der offenen Küche und den Lebensmitteln fernzuhalten. Und darum turnt täglich ein ganzer Clan an der Futterstelle, um zu schmausen. Nebenbei dient das Sonnendach den ganz Kleinen hervorragend als Spielplatz und als Trampolin. Sie sind echt niedlich, aber kuscheln ist keine gute Idee. Die Tiere haben fiese Zähne und ein Biss ist um ein Vielfaches infektiöser als der einer Katze. Man landet auf jeden Fall im Krankenhaus, Spätschäden nicht ausgeschlossen. Wenn wir den Regenwald erkunden, sind wir meistens auf uns alleine gestellt und gerne auch mal abseits der regulären Wanderwege unterwegs. Wenn es also keinen Wanderweg gibt, woran orientiert man sich dann? Eine Möglichkeit ist es, die kleinen Flüsse und Bäche entlang zu laufen. Das ist ziemlich anstrengend, denn entweder hat man Flusskiesel oder Sand als Laufunterlage oder man muss durch das Wasser waten. Und zwar oft für eine längere Strecke. Und solche Flusswanderungen sind insbesondere dann spannend, wenn man Lust hat, Reptilien zu beobachten, in diesem Falle Echsen. Das hier ist ein Anolis und von diesen kleinen Drachen gibt es in Costa Rica viele Arten und die haben einen ganz besonderen Skill. Die können nämlich ihre Kehlfalte mit Hilfe eines verlängerten Zungenbeins aufstellen. Und diese Kehlfalten sind meistens schreiend bunt, in diesem Fall gelb, und damit schrecken die Anolis Revierkonkurrenten ab. Bevor es zum Kampf kommt, wird sich eben fleißig mit der gelben Farbe zugewunken. Je weiter wir den Flusslauf bergauf gehen, umso dichter wird der Dschungel um uns herum und umso mehr Tiere sehen wir. Hier zum Beispiel einen Blaureiher. Oder diese hübsch gezeichneten Fledermäuse, die den Tag an einer Bananenpalme verschlafen. Diese Mini-Dinosaurier hier sind junge Helmbasilisken. Die erwachsenen Tiere werden bis zu 80 cm lang und man erkennt sie dann an ihren großen Stirn- und Rückenlappen. Basilisken lieben das Wasser und hängen mit Vorliebe an kleinen Flüssen und Bächen herum. Und im Englischen heißen sie umgangssprachlich Jesus Christ Lizard. Und das hat mit ihrem Fluchtverhalten zu tun und wie das aussieht, wollen wir euch hier mal kurz vorführen. Wir haben nämlich einen für euch in die Flucht geschlagen. Lauf einfach da weiter, wo du gerade läufst. Die Wanderung endet für uns an einem Wasserfall. Um direkt dorthin zu kommen, müssen wir für die letzten 100 Meter den Flusslauf verlassen. Jetzt geht es steil bergauf durch den Wald. Nach mehreren Stunden Wandern und Schwitzen in der tropischen Hitze ist ein Bad in dem ziemlich kalten Wasser eine echte Belohnung. Man muss zwar über ziemlich spitze Felsen klettern, aber selbst Andi traut sich am Schluss dann doch rein. Wir sind hier in den Hotels Yadema Cabins und das Geile ist, man hat hier eine
eine große Terrasse und kann rausgucken und da sieht man eine Menge Tiere, unter anderem diese grünen Leguane hier. Riesige Viecher. Der hier ist bestimmt 1,5 Meter lang. Ein stattliches Tier, vielleicht noch nicht voll aufgewachsen. Und sie sind sehr misstrauisch, also sie lassen einen nicht nah ran. Aber wenn man schnell genug ist und schnell genug unten ist, dann kann man sich ihnen nähern und dann gucken sie halt so, was passiert. Und die werden hier regelmäßig mit Bananen gefüttert, deswegen kommen die immer wieder. Und das ist so das Nächste an Entfernung, das man erreichen kann, wenn man sich einem grünen Leguan nähert. Ah, jetzt hat er keine Lust mehr. Da geht er hin. Die Drake Bay und das Hotel Mohagine sind ein bisschen zu unserer Urlaubsheimat geworden. Und doch steht uns der Sinn nach Tapetenwechsel. Als uns dann auch noch Andy, unser Begleiter der letzten 2 Wochen, verlässt, um weiter ins Landesinnere zu ziehen, denken wir, dass es Zeit gekommen ist, um uns auch noch andere Orte auf der Halbinsel Osa anzuschauen. Viel Auswahl gibt es da freilich nicht. Das winzige Akochitas in der Bahia Drake ist bereits die zweitgrößte Ortschaft der Halbinsel. Und die größte ist Puerto Jiménez am Golfo Dulce im Osten. Der Weg dorthin geht knappe 3 Stunden über staubige Straßen und Puerto Jiménez empfängt uns mit randständiger Einöde. So, dann wollen wir mal. Nightlife Puerto Jiménez. Geht bestimmt total ab. Mann, ich bin schon gespannt. Naja, vielleicht bin ich auch nicht ganz so gespannt. Im Grunde besteht die Stadt aus 2 großen Straßen mit Läden und darum herum einige Farmen. Es gibt einen Mini-Flughafen, es gibt ein Pier mit Schiffen und drumherum ist Regenwald. Naja, und ein paar Bananen und Palmölplantagen. So, denn. Wir haben unsere Rundreise jetzt beendet und das Fazit auf unserer Fazit. Willst du nochmal anfangen? Nein, ich fange nicht nochmal an. Ich bin einfach sehr müde. Das Fazit unseres Rundgangs ist, dass wir vielleicht 5 oder 6 Bars gesehen haben und in keiner davon waren mehr als 2 oder 3 Gäste. Alles sehr einsam. Ja, also in Puerto Jiménez liegt wirklich der Hund begraben. Und wenn man sich hier mal diese Kreuzung anguckt, dann kriegt man auch gleich voll den Tico Town Blues. Vielleicht sollte man einen Song komponieren, der so heißt, der Tico Town Blues. Genau. Ja. Aber wie bereits mehrfach erwähnt, wegen des Nachtlebens kommt man nicht nach Costa Rica, sondern wegen der Natur. So, jetzt sind wir da, wo wir zu Anfang dieses Films waren. Wir besuchen zum Beispiel das Osa Wildlife Sanctuary und schinden erstmal mit unserem Gothic Chic schwer Eindruck. Das Osa Wildlife Sanctuary ist ein privates Tierrettungszentrum mitten im Nationalpark Piedras Blancas. Hier finden verletzte Wildtiere ein temporäres Zuhause. These guys have so because of their low body temperature, they actually have to go out and sun themselves like lizards do. And in the wild, they are they're not social animals, but because these guys don't get that sun, they come and they make these cuddle piles and they all huddle together. How many are in here? There are 3. There's 1 over there and there's 2 right here. Oh. Normally when I come in, they're all 3 up on this platform, all huddled up together. Yeah. Sorry, this tour's gonna go. Neben dem 2-Zehen-Faultier gibt es auch noch jede Menge andere Tiere.
Auch welche, die wir noch gar nicht kennen, wie diesen super weichen King Kaju hier, der zu den Kleinbären gehört und der schrecklich, schrecklich niedlich ist. Alle haben ihre Geschichte und manche haben auch ein dauerhaftes Handicap, weshalb sie nicht mehr ausgewildert werden können. Die Ocelot-Dame kam mit einer deformierten Hüfte ins Sanctuary und wird wohl ihr Leben lang hier bleiben. Die Spinnenäffin namens Sweetie hingegen konnte erfolgreich in den umliegenden Nationalpark ausgewildert werden. Allerdings kommt sie hin und wieder auf Besuch vorbei und dann zeigt sie den Besuchern sehr genau, wo sie gekrault werden will und wo nicht. Also so ein bisschen eklig ist das ja schon. Bläh. Also wenn ihr es genau wissen wollt, Affenfell fühlt sich dünn, fettig und borstig an. Ich habe ja schon mehrfach am Rande erwähnt, dass wir nicht nur Touri-mäßig unterwegs sind, sondern auch bloggen für nerdsinderwildnis.de, unsere Webseite. Und zu diesem Zweck interessieren uns eben auch nicht nur die Tiere, sondern auch die Leute, die hier mit dem Naturschutz befasst sind. Unter anderem sind das Leute, die im Ökotourismus arbeiten oder auch Wissenschaftler. Diese beiden hier gehören auf jeden Fall in die zweite Kategorie. Jim mit dem weißen Kittel ist Entomologe, also Insektenforscher, und betreibt hier in Puerto Jiménez die Insektenforschungsstation Insektopia, die später auch mal ein ausgewachsenes Museum werden soll. Wir haben ihn und Alejandra, seine Kuratorin, für unser Blog interviewt und zeigen euch einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Interview. Ich heiße Jim. Hallo, wie geht's? My name is Jim Cordova. I am the president and founder of the Insektopia Collection. We are the White Hat Foundation, and we are protecting 60 acres of rainforest in the Osa Peninsula, in one of the most important areas with 2.5% of the world's biodiversity. And she's Alejandra. Hi, everyone. My name is Ale, and I am the collection manager here at the Insectopia Museum. And our goal is to create the first inventory of insects of what we have here in the Osa Peninsula, because a lot of it is still understudied and a lot of things are also undiscovered yet. So the idea is to create this collection and to call on the attention of students around the world, the national and international students with their own funding, so that they can come and use these specimens. Exactly. To work on them, to help us develop more information that we can share with the world, that we can eventually understand what we have here at the Osa Peninsula, so we can protect it better. Jim hat nach dem Interview leider noch einen Termin. Alejandra jedoch kann da bleiben und uns ein bisschen ihre Arbeit im Labor zeigen. Hier führt sie uns eine riesige Vogelspinne vor, die beiden anscheinend schon tot aufgefunden haben. Because in Costa Rica they look all the same. Maybe Abu Dhabi, but I'm not sure. Alejandra betreut nicht nur die Sammlung des Insektopias, sondern macht auch eine Ausbildung als Öko- und Wildlife-Guide, und als solche gibt sie uns die Ehre einer Privatführung in den nächtlichen Wald vor Puerto Jiménez. Das dicke Flauschi hier ist übrigens ein Vier-Augen-Opossum. Ich bin hier mit Alejandra da drüben, unser Instant-Guide in Puerto Jiménez, und sie zeigt uns gerade so ein bisschen die Nachtwelt, und wir haben vorhin schon das Opossum gesehen im Mangrovenwald, und jetzt habe ich hier diese Zikade gefangen. Wir haben uns den ganzen Tag schon gefragt, wer diesen unfassbaren Lärm macht, der richtig maschinell klingt. Wir wussten, dass es Zikaden sind, und jetzt habe ich zum ersten Mal eine in Greifreichweite gehabt. Und wie wir sehen können, ist das ein echt riesiges Vieh. Sie ernähren sich von Pflanzensaft. Sie hat mich bereits auch mit ihrem Pflanzensaft vollgepinkelt. Und interessant ist die Anatomie. Vorne ganz starke Beine, mit denen sie die Baumrinde hochklettern kann. Große Augen, mit denen die Zikade sich vor Gefahren schützt. Und dann diese riesigen Flügel. Jetzt benutzt sie leider nicht, weil sie weiß, dass sie nicht wegkommt. Und
Jetzt ist sie ziemlich still, aber tagsüber würde sie laut und schnarchend protestieren gegen die Gefangenschaft. Ich lasse sie mal los. Eventuell wird sie jetzt wegfliegen, vielleicht bleibt sie aber auch noch ein bisschen sitzen. Ja. Eine Zikade. Eine Singzikade. Und weg ist sie. Auf meiner Schulter. Auf Birtes Schulter. Und jetzt ist sie an meinem Gürtel. Der Corcovado darf ja nur mit Guides betreten werden. Es gibt aber Grauzonen, wo die Grenze nicht so konkret ist. Und genau solch eine Grauzone besuchen wir jetzt. Wir fahren zu einem Dörfchen namens Dos Brazos, um von dort aus mehrere Kilometer durch den Regenwald zu marschieren. Wir wollen zu einem kleinen Öko-Hostel mitten im Nichts und erleben dabei unseren ersten richtigen Regenwaldregen nach 2,5 Wochen totaler Trockenheit. Wenn es mal regnet, dann auch richtig. Wir sind sofort bis auf die Knochen nass. Und man versteht kaum mehr das eigene Wort. Auch die kleinen Pfade, die wir nach dem Regen entlanglaufen, sind nun glitschig. Und außerdem hat die Wucht des Wassers Äste runtergerissen, die jetzt den Weg versperren. Das Brazos ist wirklich wunderschön. Und der Regenwald hier wirkt viel dichter als der in der Nähe der Küste, den wir da gewohnt sind. Und es hat eben zum ersten Mal geregnet. Nach mehreren Wochen. Das war der erste richtige Regen. Voila. Und jetzt ist es hier so richtig feucht, heiß, wie man sich das im Regenwald vorstellt. So, das ist das Bolita Rainforest Hostel. Gegründet wurde es von einem kanadischen Hippie-Pärchen, das zurück zur Natur wollte. Jeder Stuhl, jeder einzelne Balken musste in mühevoller Kleinarbeit durch den Regenwald geschleppt werden, bis das Mini-Hostel stand. Wir finden ein paar tiefenentspannte Backpacker-Touristen aus aller Welt vor und diesen Erklärbär hier, der noch viel entspanntere Inhaber Ron, zumindest solange man seine Nachtruhe nicht stört. We have unlimited water. The more water you use, the more environmentally friendly it is. It stays in our water table as fresh water. This is important right here. 9 o'clock is quiet time. People like to sleep. Hier sind wir wirklich mitten in der Natur. Das Hostel funktioniert mit Solarpanel komplett autark. Wenn die Wanderameisen kommen, bleibt nur noch eines: das Feld räumen. Bis sie alles untersucht haben und weiterwandern, dann kann man auch wieder in die Küche. Jetzt zeige ich euch, wie man im Regenwald übernachtet. Die Zimmer, die sind oben offen, um eine richtig gute Durchlüftung zu gewährleisten. Eigentlich sind es auch keine Zimmer, sondern einfach nur Abteile aus Pressspanplatten, die von der Holzkonstruktion zusammengehalten werden. Hier gibt es das Bett, natürlich mit dem Moskitonetz. Da oben sieht man nochmal, dass die Wand eigentlich gar keine ist, denn da kann die Luft rein und raus. Und hier fehlt die Hinterseite und ich kann einfach aus dem Zimmer, oh, hübsche Schmetterlinge, aus dem Zimmer in den Regenwald laufen bzw. stürzen. Und hier sieht man dann die einzelnen Schlafabteile. Ein Mitgast aus Österreich meinte mal zu mir, hier müsste man gar nicht weg, die Tiere kommen nämlich hierher. Und er hat recht, hier kommt uns gerade ein Armadillo, ein Neunbindengürteltier im Garten besuchen. Eigentlich sind die kleinen Kerle eher nachtaktiv, aber dieses hier konnte wohl nicht schlafen. Wirklich scheu ist es nicht. Das hier ist auch was Besonderes, hier am Boden, und zwar eine Wanderspinne der Gattung Phoneutria, genau genommen Phoneutria boliviensis. Das ist die giftigste Spinne in Costa Rica
Und wir haben sie in diesem Schuppen da gefunden und rausgeholt, damit sie niemanden beißt. Und es ist ein Weibchen. Und wir können ja mal mit der Kamera ein bisschen näher kommen. Und typisch für Phonotria sind vorne die schwarzen Streifen auf den Pedipalpen und der schwarze Strich oben auf dem Rücken und die roten Cheliceen. Und das ist jetzt ein ausgewachsenes Weibchen. Ich kann mal meine Hand im Vergleich dazu halten. Also jetzt nicht so riesig, aber auch nicht gerade klein. Und ziemlich giftig. Also wenn sie dich beißt, dann kriegst du Schwindelanfälle, Übelkeit, du musst dich wahrscheinlich übergeben, deine Hand schwillt an, eventuell bildet sich auch eine Infektion. Und Leute, die gefährdet sind, also alte, kranke, schwache Menschen oder Kinder, sollten zur Beobachtung ins Krankenhaus. Und sie sind unglaublich, unglaublich schnell. Sie können wirklich schnell rennen und auch ein bisschen springen. Also gar nicht so harmlos. Aber wenn man sie nicht ärgert, dann beißen sie auch nicht. Das Bolita ist eventuell Costa Ricas beste Location, um im tropischen Regenwald wandern zu gehen. Seit seiner Entstehung sind rund um das Hostel herum um die 15 Kilometer Wanderweg entstanden, die sich durch über 60 Hektar Waldgebiet meandern. 15 Kilometer, das klingt erstmal nach nicht viel, wenn man jetzt aber erstens bedenkt, dass es ständig rauf und runter geht, zweitens, dass die Wege gerade nach dem Regen schlecht gangbar sind und man drittens keiner einzigen Menschenseele begegnen kann, weil eigentlich nur Hostelgäste auf die Wanderwege überhaupt Zugang haben, dann ist das schon etwas ganz Besonderes und auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Das dort ist auch was Interessantes. Und zwar findet man hier ab und zu mal Bäume, die sich häuten. Dieser Baum hier wirft seine Rinde ab in trockenen, rotbraunen Schuppen. Und wenn ich die Kamera mal ein bisschen näher dran halte, da seht ihr auch ganz gut, wie das hier funktioniert. Und man kann diese Rinde hier einfach abziehen. Und man sieht ja schon die nächste Schicht von Rinde, die ist noch feste dran. Aber hier gibt es schon wieder so Bläschen und da löst sich die nächste braune Schicht ab. Das heißt, dieser Baum erneuert permanent seine Oberfläche. Und warum macht er das? Um sich zu schützen. Und zwar gegen Aufsitzerpflanzen, sogenannte Epiphyten. Das sind Pflanzen, die auf Pflanzen wachsen. Also Bromelien und Farne, Tillandsien und wahrscheinlich sogar Würgefeigen. Die sind für den Baum besonders gefährlich, weil sie ihn wortwörtlich erdrosseln. Und wenn dieser Baum regelmäßig seine Rinde abwirft, dann können die Sämlinge und Keime und Ranken dieser invasiven Pflanzen da einfach nicht Fuß fassen. Und der Baum bleibt sauber und solitär, wie sich das so ein Urwaldbaum wünscht. Hat die Evolution sehr gut eingerichtet. Die Zikaden sind hier so laut, dass es regelrecht in den Ohren drückt. Es ist ein fast schmerzhafter Lärm. Und das alles von so einem kleinen Tier. Unfassbar. Eigentlich hätten wir durchaus noch ein paar Tage bleiben können. Die meisten anderen Backpacker erzählen uns ebenfalls, dass sie nur ein, zwei Übernachtungen da bleiben wollten. Und dann sind sie doch länger geblieben. Es ist hier einfach zu schön, um gleich wieder weiterzureisen.
Wir widerstehen aber diesen Wunsch, denn wir möchten noch einmal nach Drake zurückkehren. Wir wollen noch ein paar Tage chillen und uns von den Menschen, die wir dort kennengelernt haben, verabschieden. Was schreibt er? Johann schreibt, thank you very much, I'll be house in 5 minutes. Oh, cool. Ja, ich bin krank. Ich habe einen grippalen Infekt. Nur noch 5 Tage hier in Costa Rica und ich habe leichtes Fieber und Husten und fühle mich total im Arsch. War vielleicht doch keine so gute Idee, stundenlang im Platzregen zu wandern, obwohl das eigentlich warmer Regen war und ich mich sauwohl gefühlt habe. Aber so ganz halbnackt im Platzregen ist vielleicht für einen Europäer, der nicht angepasst ist, nicht die allerbeste Idee. Naja, ich wollte die letzten Tage sowieso chillen mit der Birte. Mit der Birte. Und jetzt bin ich zum Chillen gezwungen. Wir nutzen also die Tage, um unsere Daten zu sichern, um nachzudenken und auch um ein erstes Fazit zu ziehen. Esteban Santa Maria hat während einem unserer Trips einen Satz zu uns gesagt, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Er sagte: Auf Osa ist die Natur so, wie sie früher einmal in der ganzen Welt war und wieder sein sollte. Und das spüren die Menschen und deswegen kommen sie hierher. Ich frage mich, was diese verständliche Sehnsucht für fragile Naturparadiese wie diese Halbinsel bedeutet. Denn die Neugier und Umweltbewegtheit von Ökotouristen wie uns ist Segen und Fluch zugleich. Und so sollen diese Einblicke auch nicht allein als reiner Urlaubsfilm dienen, sondern sie sollen in Erinnerung rufen, was wir verlieren könnten. Und auch, was wir schon unwiderruflich verloren haben. Ganz gleich, ob wir das Verlorene schön finden oder nicht. Niedlich oder eklig, beeindruckend oder beängstigend. Und während wir Abschied nehmen und alle Eindrücke noch einmal Revue passieren lassen, stellen wir uns nicht nur die Frage, ob wir diesen Strand und diesen Wald jemals wiedersehen werden, sondern ob wir nicht tragischerweise sogar zur letzten Generation gehören, die beides bestaunen darf.